Kanal, liebe Leute. Herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 23. Alter, bin ich durch. Fertig. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Wir haben die Bayern ausgeschlossen, der Champions League geschmissen und sind im Finale. Und treffen dort auf Paris Saint-Germain. Und jetzt haben wir natürlich noch die große Chance, den Titel zu holen in der Liga, in der Champions League und im DFB-Pokal. Wir haben die Chance auf das Triple. Stehen drei Finals, also haben wir das Finale in der Champions League. Ich werde nur ganz kurz mal speichern hin. Weil ich jetzt ja schon eine ganze Weile aufnehme, fast 6 Stunden jetzt mittlerweile. Deswegen werde ich ganz kurz mal meine Karriere speichern, bevor es gegen Paris weitergeht. Ja, seht gerade, weil ich das letzte Mal, also das letzte Mal habe ich vor dieser Aufnahmesession gespeichert. Und seitdem ziehe ich durch. Und deswegen möchte ich gerne die Saison beenden. Vielleicht am Ende komplett beenden. Dann hätte ich innerhalb von 3 Tagen jetzt 2 Spiele beendet. Mit FIFA und mit Battlefield Hardline. Gut, gehen wir rein ins Match gegen die Mainzer. Und dann geht's gegen RB. Letzten beiden Spiele der Saison. Lass es die Bayern nochmal irgendwie ärgern. Und wenn es am Ende nicht war, dann ist es halt so. So, ich werde natürlich auch ein bisschen rotieren müssen. Das ist ganz klar. Deswegen geht Novoa vorne mal rein. Also ich werde jetzt ein bisschen auf Position wechseln müssen. Weil halt der ein oder andere ein bisschen angeschlagen ist. Das hat übrigens nichts mit den ein oder anderen Spieler zu tun, sondern einfach nur, die Leute sind nicht mehr, sind nicht zu 100% fit. Sondern, und deswegen geht jetzt der ein oder andere mal. Geht jetzt der ein oder andere mal ein bisschen auf die Bank. Auf geht's ins Match gegen den FSV Mainz 05. Auf geht's. Von Jorginho Wijnaldum dürfte wohl heute einiges abhängen. Denn er hat sein Karriereende bekannt gegeben und darf hier auch von Anfang an ran. Gleich geht's los. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Alle fiebern diesem Spiel entgegen. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Die Gastgeber sind über die bisherige Saison gesehen die Mannschaft mit den meisten Toren. Die Offensive ist ihre große Stärke. Ja, 2 Tore und dann war die 100. Die haben wir in der letzten Saison. Heißt, der einfach, die Leute klar, da haben wir nämlich am Ende nämlich fast alles verloren. Perfekt umsetzen können. Und da haben wir auch gegen die Mainzer verloren. Ich glaube zu Hause mit 1:3 oder 1:4 oder was auch immer. Wir haben sie halt verloren. Und sogar, wir haben sogar knapp die Tore gemacht. Ja, 1:4 glaube ich war es sogar. Also, und dann gegen Köln nochmal 1:3. Ja, heute in die Lage und dann können es Ringe werden. Also wie gesagt, lass uns die Bayern nochmal auf Unentschieden spielen und dann müssen wir beide, die Spiele gewinnen. Wir haben das Duell in München gewonnen. Wir haben das Champions League hat wieder alle Rückspiel in München gewonnen, obwohl wir im Hinspiel verloren haben mit 2-1 zu Hause, also quasi einmal gedreht. Ja, deswegen werden wir heute ein bisschen durchwechseln. 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. So geht der FSV Mainz 05 in dieses Spiel. Yvonne Vogo ist der Torhüter. Pascal Groß steht mit William im Mittelfeld. Und sie gehen mit 2 Stürmern in diese Partie. Auf die wird es heute natürlich ankommen. Die sollen die Tore machen. So, geht jetzt gleich ins Match. Wir müssen heute gewinnen. Und hoffen, dass die Bayern vielleicht einen Punkt, nur einen Punkt holen. Auf geht's. Vorletzter Spieltag, Spieltag 33. So, Novoa. Heute mal von Beginn an. Fischer.
sehr gutes Tackling. Ja, dann schaffen wir mehr oder weniger mittlerweile verloren an Arp bzw. an Mukuku, der ja die Bayern mehr oder weniger am Alleingang zerlegte. Weil traf in dem Hinspiel, traf im Pokal. In der Red Bull traf im Hinspiel in der Schimpfzig, traf im Rückspiel. Wir haben hier das erste Tor für Holstein Kiel. Neuer Spielstand damit 1:0. Kiel führte mal in Leipzig, okay. Unwichtig für uns. Viele Diskussionen gab es in den letzten Tagen um Jorginho Wijnaldum. Er hatte die Gerüchte mittlerweile bestätigt. Buschi, er hört auf. Er ist am Ende dieser tollen Karriere angekommen. Ja, und das ist natürlich schade. Toller Spieler, toller Mannschaftsspieler vor allem. Was hat der nicht alles erreicht? Der wird eine Lücke reißen, keine Frage. Bayreuth. 1:1 ist ja nicht zu ersetzen, das geht nicht. Ein Riesenspieler. Und Abflug. Nur wo? Ganz energisch. Das könnte die Führung geben. Boah. Daneben. Erste Chance für Bayreuth. Also ewig viel rotieren werde ich. Borussia Dortmund ist ein Tor gefallen. Wir gehen rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Der Torschütze war Gabriel Jesus. Mit dem Kopf macht er das. Er bringt hier jede Menge Power hinter dem Ball. Dortmund hat gewonnen knapp. 1:0. Gespielt sind 13 Minuten. So, guck ich. Vielen Dank für das Update. Und jetzt provoziert er. Andrade. Heute mal wieder von Beginn an dran. Schuss kommt nicht durch. Die Riesenchance. Ab. Sie machen nichts draus. Führung, aber der Abschuss war. Man hat die Chance, ja. Solange nichts in München passiert, wäre das schön, wenn was passieren würde. Und also wenn nichts passieren würde. Sie leisten sich den nächsten Ballverlust. Mainz mit dem Ballverlust, die Zagadou. Hinspieler Mainz wird ziemlich deutlich für Bayreuth, nur so nebenbei. 7-2, meines Wissens war es auf jeden Fall irgendwas. Die Gastgeber sind in der letzten Viertelstunde ziemlich überlegen, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik ansehen. Und sie haben auch richtig gute, vielversprechende Chancen. Da fehlt nicht mehr viel bis zum Führungstreffer. Ja. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass. Also lange gar nichts passiert. Genau war. Weil selbst wenn die Bayern unnötig spielen, wie wird es unnötig spielen, wäre das, wenn man tut das weh. Er ist weiter am Ball, Abwehr tut sich schwer. Ja, aber nichts, Zagadou. Dann Axel Zagadou. Der Kuki. Juan Camilo Hernandez. Er kann dieses Duell gewinnen. Klasse gemacht vom Verteidiger. Schöne Aktion, Steilpass. Jetzt kann sich was entwickeln. Ah, oh, was macht der? Der Andrade, den muss er machen. Also Mainz darf sich hier. Klasse vom Verteidiger, blockt die Flanke ab. Was wird er hier geben? Freistoß. Ich brauche mehr oder weniger einen Linksfuß. Ja, ich brauche einen Linksfuß, liebe Leute. So, mal gucken, was wir hinkriegen. Bleibt in der Mauer hängen. Ein guter Block hier. Jetzt gibt er den Elfmeter. Da, wo ich ein bisschen drauf hinaus wollte. Schulz. Halbzoll. Also, Bayreuth. Atemelber. Jo. Aber auch da kann man ein bisschen diskutieren. Chance zum 1:0. Hecker, vielfalls. 1:0 für Bayreuth. 41. Und man hat es erstmal. Stand jetzt.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. So, ab damit. Nicht ungefährlich, Steilpass. Da kommt der Steilpass. Dann ist es wieder Eckloff. Wieder Eckloff, wieder ein Bogo. Also wie gesagt, man vergibt hier zu viele Chancen gerade. Das zeichnet den Mann aus, diese Ruhe, dieses Abwarten. Oh, 2-0, der Bohr. Unaufhaltsam, gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Jawohl. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Pause in dieser heutigen Partie. Die Gastgeber sind also in Führung. Sie liegen hier klar vorne zur Pause und ich glaube... So, Freiburg Bayern 1-1. Jawohl, das ist momentan sind wir Tabellenführer, weil wir die bessere Tordifferenz haben. Also, der auf geht's Freiburg. Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Weil dann haben wir das letzte Spiel gegen RB, gegen die wir ja relativ gut ausgesehen haben bisher. Und die können, wenn wir die gewinnen, das Spiel gewinnen, oder zumindest das, gleich ergeben wir die Bayern Schaden. Der Mama ist doch. Auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Und ich habe schon aufgegeben gehabt. Jetzt nicht. Die Ecke. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, und zwar im direkten Duell gegen die Bayern haben wir nämlich 1-1 in der 89. kassiert und machen am Ende noch den Siegtreffer. Latte! Nee, also wie gesagt, das Sieg, das Tor Anlauf ist mehr oder weniger. Wir haben jetzt über die 100 Tore tatsächlich. Schön vorbeigekommen. Das, was wir in der letzten Saison auch hingekriegt haben. Kein Abseits, 3-0. Schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Die Mainzer wissen nicht, was ihnen geschieht. Stand jetzt machen wir unsere Hausaufgabe. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann sehen langer wir Ball und Bogo bleibt einfach stehen. Kein Abseits, weil der Ball. Ah, das ist keine Anstrengung. Weil er wahrscheinlich mal am Stück dahinter stand. Also 3-0 jedenfalls die Aufgabe. Jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Und weiter geht die Reise. Klasse ausgetreten. Eckloff. Eckloff. 4-0, Novoa. Der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. So kann man mal Statement setzen. Nach dem Weiterkommen in der Bayern, gegen die Bayern, diese zwei wichtigen Siege gegen die Bayern. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Spielt den Ball. Weiter geht's mit dem nächsten Angriff. Die Bayern sind beim Ballbesitz vorne und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ja, klar, ist das Haushoch verdient. Bayern meint nichts. Man kriegt nichts auf die Ketten. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für RB Leipzig. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. So, gespielt also sind 58. RB dreht die Partie gegen Kiel. Interessante Update. Derzeit ist einiges los in den Medien. Geht natürlich wieder mal um Transfergerüchte, Buschi. Das sollten wir aber noch mit Vorsicht genießen. Gab ja noch keine offiziellen Statements. Leider etwas unplatziert, dieser Schuss. Und der aber Tor passt. Hält unser Ball. Problemlos. Und dann geht der nächste Konter über Andrade. Ja, das ist und Bogo kratzt diese Kugel vom Abwehr raus. Und dann hältst du halt auch solche Bälle. Da kommt die Ecke. Die bekommen den Ball nicht raus. Abwehrversuch, ja, scheitert. Versuch. Szene geht weiter. Den nimmt er direkt. Ball wird abgefangen. Oh, ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Naja, das ist nicht schlimm. Das ist bisher alles gut. William. Nächster Ball. Den er holt, den er Fischer holt. Ja,
mit viel Einsatz. Weiter diese Szene. Andrade. Andrade. Nächster Ball. Mainz kann den abwehren. Nicht in etwas Zählbares ummünzen. Wir geben kurz ab ins Studio. Im Spiel von Dortmund hat es einen Treffer gegeben. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Mikel Merino war der Torschütze. Er packt einen fulminanten Weitschuss aus. Nimmt sich und gibt ihm Eckloff, 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 macht er den. 2:0. Gespielt sind 78 rum. Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. War das nicht irgendwie mal so eine... Na gut. War für mich eigentlich wäre das Abstoß, Ecke geworden. Weil ich gefühlt war der noch am einer dran. Aber ist egal, das ist gut, es ist nichts passiert. Es ist, wir führen 4-0, scheiß drauf. So. So, wechseln wir mal durch. Einmal hallo an 5 Neue. 81. Minute. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier den zweiten Treffer für Holstein Kiel. Der neue Spielstand heißt damit 2:2. Gespielt. Riesenchance. Da war also 2:2. Aber geklärt. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Freistoß für... Bayreuth. Fischer. Den Freistoß setzt er in die Mauer. Gut, wie er den Ball abblockt. Sie verlieren hier den Ball. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Ja, jetzt ist sie durch. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird es Einwurf geben? Er hat den Ball, gute Aktion. William. Er hat jetzt 4-0 auf Camilo Hernandez. Jetzt in der Anspielstation. In der Szene muss er pfeifen. So, Stefanides, es gibt noch eine Mahnung, aber wie gesagt, Schiri kann es auch abpfeifen. Komm, jetzt zumindest noch zu 0 oder so. Das wäre natürlich jetzt etwas kleine Idee. Da klären Sie erstmal. Ja, ja, das war das ist der Schluss. Der Endstand. Sie hätten heute gerne schon den Titel geholt, aber noch hat das nicht geklappt. Na, aber ich glaube, es gibt keinen Grund, sich entmutigen zu lassen. Das war ja nicht die letzte Chance. Nach wie vor sind alle Chancen da, es zu schaffen. Ich bin so, sicher. So, jetzt hoffe ich, dass die Freiburger zumindest mal gewonnen haben. Alles geben, alles wir müssen, ey, es ist unabhängig und, davon, wie wir jetzt, verdient, wie das Ergebnis ausgeht. Unabhängig davon, die Bayern müssen, wir müssen das letzte Spiel gegen RB auswärts gewinnen. Um den Titel zu holen. Jetzt muss ich gucken, ob die Partie gucken, wie die anderen ausgegangen sind. Ich brauche keine Interviews. Scheiße, die Bayern haben gewonnen. Schade. Ja, wir müssen auf den Patzer der Bayern hoffen, nach wie vor. Es geht auf den letzten Spieltag. Und den geht's gegen RB Leipzig. Bis dahin, tschüss.